Hallöchen, hier ist Kiok und es geht weiter mit Fire Emblem Heroes. Halbzeit ist endlich da. Seit Tagen habe ich es nicht abwarten können, dass der Banner endlich zurück ist. Ja, und jetzt kann ich auch die einzige Einheit, die auf beiden wichtigen Accounts fehlt, also Toshiki mit dem Lernstern hier oben, ist ja der Main, wo er fehlt, und Kiran ansonsten. Auf dem Account habe ich ihn schon, aber da ich ja Aluhut Kyoko bin, werde ich mit den Sphären, die ich hier gesammelt habe, natürlich immer wieder mal so ein bisschen reinbeschwören und gucken, ob gerade das sagenumwobene Zeitfenster am Start ist, in dem ich ihn besser kriegen könnte. Ja, und das ist echt krass so. Auf meinen Hauptaccounts. Oh Gott, genau die richtigen Farben dazu auch noch. Heute muss mein Glückstag sein. Na, jedenfalls, tatsächlich hat es selbst auf den Hero-Banner nicht geholfen, nochmal bis kurz bevor ich gar keine Sphäre mehr aus irgendeiner letzten Hinterecke mehr ziehen konnte, es zu probieren. Ich habe wirklich richtig geschwitzt und ich glaube, nachdem ich Jacob nicht bekommen habe, habe ich noch einmal auf dem Legendary Hero Banner es probiert oder habe ich vielleicht sogar direkt nach Jacob aufgehört. Ich weiß zumindest, dass es jedes Mal das gleiche schreckliche Spiel war, bis irgendwann in die Nacht 3, 4 Uhr Sphären gesammelt und beschworen, immer so 3 Stück. Oh, hi Gaius. Und ja, gebangt und gehofft, dass es noch klappt und oh, und dann ist mir das nach gefühlten 1000 Monaten, wo ich dann einmal kein Glück mehr hatte, dann war es mir endgültig egal und dann wollte ich auch nicht mehr. Und seitdem beschwöre ich ja nicht mehr volle Kanne auf den Legendary Bannern. Und zu warten hat jetzt richtig, richtig gut getan. Jetzt ist nur die Frage, ob ich dann auch wirklich bis zu den letzten Tagen des Banners, also so in 30 Tagen, auch nur da sitzen werde, beschwöre wie blöde und versuche irgendwie ein bisschen Glück zu haben. Ich hoffe mal, dass es nicht so kommen wird. So, und mehr werde ich jetzt auf diesem Account auch nicht auf diesem Banner machen, denn wie gesagt, ich muss ja meine Sphären sparen und eigentlich habe ich die beiden ja hier schon. Aber wir haben hier noch einen anderen Halloween-Banner. Genau. So, und um nicht zu viel rauszuhauen, ach, es ist halt richtig schwierig, hier nicht doch auf alle Farben zu gehen, außer grün. Das ist zwar richtig teuer, aber Mann. Eigentlich echt voll. Naja, aber okay. Ich werde stark bleiben und hoffen, dass ich farblich viel mehr Pech habe, dass jetzt tausendmal grün kommt und ich mir denke, ach, ist alles blöd. Ja, nice. Genauso nehme ich das auch gerne. Gott, ey, und ich komme auch echt nicht drum rum. Ich möchte tatsächlich Mia richtig, richtig gerne haben. Wobei mir einfällt, warum gebe ich mir damit auf dem Account hier so viel Mühe? Hier werde ich sie doch eh kaum spielen. Und habe ich auf dem Account überhaupt Noe, sodass sich das lohnt? Muss ich auch nochmal demnächst gucken. Oh Mann, Leute. Und es gibt noch einen Grund, weswegen hier volle Hype-Stimmung gerade bei mir ist. Abgesehen davon, dass ich arbeiten kann, hat sich diese Woche auch noch, oh hi Klein, ein Angebot aufgetan. Ich bin ja jetzt am Schnäppchen-Deals überwachen und mitstalken. Und tatsächlich könnte es sein, dass mit etwas Glück diesen Monat, also am Freitag schon, ein Angebot von einer Nintendo Switch neu für 239 Euro abzugreifen wäre. Ich glaube, so günstig habe ich sie bisher nirgendwo gesehen. Und ich dachte mir selber so, oh mein Gott, das kann doch nicht. Das ist verdammt günstig für eine Switch. Ne, und ja, da, das ist jetzt auch ein gutes Stichwort, dass ich die Folge beende. Ja, und aber trotzdem muss ich dazu sagen, ne, werde ich es so krass hoffen, dass das alles klappt. Vasil müsste dafür nach Hamburg fahren. Aber er hat gesagt, okay, er hat ein Semesterticket und am Freitag sowieso nicht unbedingt viel vor.
Deswegen würde er sogar hinfahren, was mega genial wäre. Jetzt muss es nur noch klappen, dass wir die Switch reservieren können. Dann wird er losgeschickt. Ich krieg mein Gehalt ja Anfang November, aber ich kann es dann schon, also er kann es mir ein bisschen vorstrecken, einen Teil gebe ich ihm auch schon. Aber ja, 239 Euro. Ich habe ja nach dem Switch-Bundle geguckt, das war bei 400 mit Smash. Und ja, wenn ich jetzt meinen alten Controller noch verkaufe, kriege ich vielleicht noch genügend rein, sodass ich einfach die Limited Edition nochmal vorbestellen kann. Und die gab es teilweise auch schon für 80 oder noch ein bisschen weniger. Eigentlich wäre sogar noch schlauer, wenn ich meinen Wii... Nee, ich glaube, ich würde die Special Edition nicht kaufen. Ich würde das Spiel schon einzeln kaufen, das reicht mir, glaube ich, und den Controller einzeln. Weil ich brauche ja den Adapter nicht mehr. Dann könnte ich sogar mit der Switch, mit dem Spiel und mit einem neuen Controller bei 300 Euro liegen. Und da kann ich absolut nicht meckern, finde ich. Das ist ein super Preis, ein super Schnäppchen. Oh, traumhaft, traumhaft, traumhaft. Aber naja, mal gucken, ob das klappt. Habt ihr irgendwie eigentlich schon was, worauf ihr euch in den nächsten Monaten richtig freut, was ihr euch vielleicht gönnen wollt, worauf ihr gespart habt, irgendetwas Großes? Weil wie gesagt, die Switch ist ja jetzt seit Release ein kleiner Traum und endlich kann er wahr werden. Das ist wunderschön. Naja, und Weihnachten kommt ja auch noch. Also ich glaube, die meisten von euch, die müssen jetzt nicht unbedingt noch kurz vor Weihnachten alles an Kohle raushauen, sondern werden sich dann was Großes, Tolles, Wunschvolles zu Weihnachten wünschen. Aber ja, falls der ein oder andere doch vorher schon einkaufen geht. Und natürlich nicht zu vergessen, wer wird denn noch mit mir auf dem alten Halloween-Banner beschwören, bis sich die Balken biegen, in der Hoffnung, einen von den Charakteren zu bekommen. Ich weiß nicht, ob vom letzten Legendary Banner irgendjemand Noi nicht bekommen hat, der sie haben wollte. Bei Sakura hatte, glaube ich, keiner gesagt, dass er so hinter ihr her war. Ich erinnere mich nur ganz, ganz dunkel dran. Weiß nur, dass Noi Objekt der Begierde war und eigentlich bei den meisten sogar beschworen wurde. Also wenn Halloween Banner, dann nehme ich mal an, ist der Fokus nur auf dem neuen, ne? Ja. Ich glaube, so dürfte es ungefähr sein. Naja, okay. Wieder zum Schluss viel vor mich hingebrabbelt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Oh, kleine Info noch, am Donnerstag werde ich streamen ab 18 Uhr feiern. Los natürlich. Lange Beschwörungssession, hoffentlich. Und wenn es klappt, sogar nochmal Fire Emblem 8. Ich bin dafür ja gerade auch viel am alten Streams hochladen. Auf Twitch. Na, dass das nochmal dazu gesagt. Aber es kommt nochmal ein extra Video. Okay, gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, der Part hat euch gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Liebe Grüße, eure Kyoko.